Hallo, gar nicht gemerkt, dass du da bist. Ja, ich habe mir sogar ein Hemd für dich angezogen. So, zuallererst sprechen wir über was Neues, nämlich das heißt Ötubers. Eine österreichische Gemeinschaftsseite auf YouTube, ein Gemeinschaftskanal. Da schickst du einfach Christian, also Hux Humaldo, einen Link zu deinem Video, das du irgendwo hochgeladen hast. Und das wird dann exklusiv auf der Seite, exklusiv für eine Woche vorerst einmal, du kannst es eh dann re-uploaden, auf die Seite draufgepackt. Warum solltest du das machen? Ja, wenn du einen kleinen österreichischen Kanal hast und den promoten willst, nur zu, mach ein exklusives Video für die Ötubers. Ein paar haben es schon gemacht, ich auch. Ein Link dazu ist unten zu dem, was ich gemacht habe. Es ist kein Gaming-Video, es ist kein Vlog. Ich habe mir gedacht, ich schreibe es seit kurzem wieder und ich mache etwas Besonderes. Okay, habe ich gemacht. Gut. Schau dir die Ötubers an. Vielleicht gefällt es dir. Lasst uns über ein ganz ernstes Thema heute sprechen, und zwar Beschneidung im Erwachsenenalter. Beschneidung als Kind ist cool, wenn du Moslem oder Jude bist. Bist du ja nie was anderes gewöhnt, aber wenn du mal erwachsen bist, nach der Beschneidung hast du halt weniger Sensitivität in deinem Gliede, in deinem Penis, in deinem Schwanz, und da merkst du es schon. Und viele berichten auch, dass die Selbstbefriedigung mit beschnittenem Penis gar nicht mal so lustig ist, denn unbeschnittene, die Vorhaut-vor-zurück-Methode, ja, das sind halt die meisten Nerven und Nervenenden und so, und das ist halt am besten. Und wie sollst du das machen? Du kannst die Vorhaut ja nicht mehr vor- und zurückgeben, wenn keine mehr da ist. Jedenfalls, ich hatte eine Erwachsenenbeschneidung. Yeah, cool. Und darüber berichte ich euch heute. Und zwar fangen wir ganz am Anfang an. Ich hatte in der Volksschule einen kleinen Unfall, so eine Rauferei. Da hat mir ein frecher Bengel in mein Glied, in mein winziges, damals babymäßiges, da war ich so 7 oder 8 Jahre alt, hineingezwickt mit seinen Fingernägeln und hat mir dabei die Vorhaut verletzt. Und die ist nicht ordentlich verheilt. Und naja, und die war halt dann in der Folge verengt und so und vernarbt. Und am Anfang war es ja kein Problem und im Jugendalter. Wenn du die Vorhaut nicht mal ordentlich zurückziehen kannst, um dein Teil zu waschen, dann, naja, Geruchsbelästigung. Jedenfalls, okay. Ersten Freundinnen gehabt, ja, okay, kannst nicht mal im steifen Zustand ordentlich was zurückziehen, um ein Kondom anzulegen, wenn es so arg wehtut, wenn du das zurückziehst, weil die so arg verengt ist. Jedenfalls, Problem gehabt. Und wollte es nicht lösen, das Problem. Und dann habe ich endlich mal den Mut gefunden, mit Anfang 30 habe ich das dann machen lassen. Okay. Endeffekt, ich spüre viel weniger. Naja, aber es ist besser jetzt und hygienemäßig auch besser und leichter zu reinigen. Und ich erzähle euch, wie das Ganze abgelaufen ist. Jedenfalls wirklich, ich gehe mit Anfang 30 mal zum Urologen, der versucht das zurückzuziehen, das Ding, und schafft's nicht. Und sagt mir, das muss dringend beschnitten werden. Also ganz dringend muss das sein. Wir kooperieren mit der Universitätsklinik in Krems. Die könnten sich das doch mal anschauen und das machen. Ich sage, bitte, ich will nicht nach Krems fahren. Das sind ja 20 oder 30 Kilometer. Ich wohne in Gehreichweite zum St. Pöltener Krankenhaus. Ja, ich weiß, es ist ein Schlachthaus. Und es ist schon mal passiert, dass man da dort jemand die Hoden aus Versehen abgeschnitten hat oder die falsche Niere entfernt. Und es ist ein verschrienes Krankenhaus. Aber bitte, kann ich zu Fuß hingehen, macht man es in St. Pölten. Okay, habe ich es in St. Pölten gemacht, habe einen Termin bekommen, juhu. Und das war dann irrsinnig geil. Ich muss mal gesagt, ja, Voruntersuchung muss eine Woche vorher sein. Ups, sorry. Okay, und sie haben mir zwar den OP-Termin gegeben, aber keinen Termin für die Voruntersuchungen. Und
kommt immer näher der Termin, kommt immer näher der Termin. Und irgendwann sind die mal selber draufgekommen und haben mich angerufen, sie müssen ganz dringend vorbeikommen, am besten in der nächsten halben Stunde. Okay, und ich gehe halt in dieses chaotische Krankenhaus rein, mache die Voruntersuchungen und da ist gegangen um mit Betäubung, ohne Betäubung, was die Vollnarkose. Okay, ich habe zuerst nämlich gedacht, Vollnarkose bei den Moslems und bei den Juden. Ist es ja auch nicht mit Narkose, oder? Die schnippeln da rum. Und das sollte ja nicht so arg wehtun. Okay, yeah, mit Vollnarkose. Ich glaube, die haben das nur mit Vollnarkose gewollt und nicht mit lokaler Betäubung. Da gibt es ja so einen Schirm, dass du nicht siehst, und dann mit lokaler Betäubung. Das wäre sicher auch gegangen, aber sie haben auf Vollnarkose bestanden. Ich habe es gemacht. Okay, machen wir Vollnarkose. Am nächsten Tag. Gleich in der Früh, ich bin um 6:30 oder was im Krankenhaus gewesen. Und sie haben mich, wo bleiben Sie, wo bleiben Sie? Haben sie gesagt, ja, aber ich habe gesagt, mein Termin ist um 7 Uhr, soll ich da sein? Ich komme um 6:30 und sie regen sich auf, weil ich noch nicht da bin. Jedenfalls haben sie mich dann natürlich sofort vorbereitet und sofort, sobald es gegangen ist, rein in den OP. Da ist ein Arzt gekommen. Hallo, ich bin Ihr Anästhesist. Okay. Und ich spritze Ihnen jetzt das Betäubungszeug, oder wie das mir das ausgedrückt hat, weiß ich nicht mehr. Etwas spritzt. Sie werden sich dann gleich ein bisschen schläfrig fühlen. Und wirklich 5 Sekunden später Blackout. Buff. Ich war einfach weg. Ich wach auf in meinem Zimmer, das ich bekommen habe. Es ist ein Doppelzimmer. Und es hat nicht arg wehgetan. Echt nicht. Ich habe es wirklich kaum gespürt. Ich habe aber gewusst, da fehlt jetzt was. So, cool. Und Bettlaken rauf. Und es war wirklich alles voller Blut. Also, Tatbeseitete sollten wegschauen. Ja, cool. Dann so kommt der Pfleger. Und so ein junger Arzt, so ein Assistenzarzt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ah, Sie sind wach. Schauen Sie, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, müssen wir einen Verband runtergeben? Hihihihi. Habe ich gesagt, das blutet aber echt wie Sau. In Österreichisch natürlich. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Irgendwas Österreichisches. Und der Pfleger hat gesagt, ja, eigentlich schon, ja. Das ist schon ein bisschen bedenklich. Und der Assistent hat gesagt, kein Problem. Schaut wunderbar aus, wunderschön schaut das aus. Also echt super. Und das war es wirklich cool. Die haben es komplett. Es gibt verschiedene Arten der Beschneidung. So, in Amerika vor allem gibt es verschiedene Arten, was alles weggeschnitten wird. Und bei mir ist wirklich alles Ratzeputz. Also das Komplettprogramm habe ich bekommen. Und rundherum wunderschön. Ich weiß nicht, haben sie es mit der Nähmaschine gemacht, aber so genaue Stiche in Doppelreihe. Also wie in textilen Werken. Also richtig rundherum. Wunderschön die sensibelsten Teile meines Penises weggeschnitten. Und schön rundherum. Und in 2 Wochen löst sich das selber auf, von selber auf. Okay. Und es hat wirklich. Und jedes Mal jeden Tag dreimal einschmieren mindestens mit Bepanthen und so. Und. Am besten Desinfektion und Heilungsding habe ich so Kamillending bekommen. So Kamillenextrakt. Dann habe ich in ein Glas oder in eine Tasse gegeben und dann meinen Schwanz eine Viertelstunde reingehängt. Und so war das. Und es hat sich nichts entzündet, es ist alles super gelaufen. Nachuntersuchung war auch cool, passt schon, fertig. Jedenfalls. Vor der Operation habe ich wirklich oft mit Freude masturbieren können. Doch nach der Operation, naja, macht es nicht mehr so viel Spaß und es dauert auch länger. Also, ich sollte es mal wirklich mit einer Frau versuchen, wenn ich wirklich mal eine finden würde. Aber naja, ich will gar nicht. Jedenfalls, das war mein Beschneidungsvideo.
Danke, like und subscribe.